Es ist Dienstag, der 16. Mai 2023, 21 Uhr. Ich bin wieder alleine. Du bist bei Digitale Dinge. Sagt mal, ob ihr mich hören könnt, ob ihr mich sehen könnt, ob alles in Ordnung ist. Ich prüfe gerade nochmal. Das Mikrofon ist an. Eigentlich sollte alles funktionieren. Und heute sprechen wir über Arduino CLI. Wir sprechen über Docker und über GitHub Actions. Das hat erstmal alles nichts miteinander zu tun. Aber ich hoffe, dass das am Ende so ein bisschen Sinn macht. Also ich sehe gerade, Audio und Video sind gut. Dann spielen wir schnell das Intro ab und danach machen wir die Begrüßungsrunde. Und ja, wir haben heute nicht, ja, wir haben volles Programm. Eine Stunde ist wahrscheinlich zu wenig, aber ich ziehe es durch. Also, gleich geht's los. Super, das hat geklappt. Wer ist denn alles da? Popcorn macht der Dedox. Und das schon um 7:55 Uhr. Ja, er hat wahrscheinlich gedacht, es geht um 8 Uhr los. Nee, man weiß es nicht. Ist immer sehr schön, rechtzeitig hier zu sein. Danilo ist da aus Norwegen. Er sitzt im Baumhaus, im Wald, am Lagerfeuer und guckt die Sendung über 5G. Das ist genau das Richtige. Ich würde am liebsten ja auch über 5G online gehen, aber naja, ich habe ja DSL. Rudi, moin. Ah, das ist schön, dass Rudi mal wieder live dabei ist. Habe ich länger nicht mehr gesehen hier. Gisbert, guten Abend, auch öfters dabei. Rudi hat hier einen anderen Kanal noch auf, das ist schlecht, Rudi, mach den aus. Proxmox VE in einem VirtualBox wird hier installiert. Warum nur? Ja, wahrscheinlich, weil die nicht mit GitHub Action und Docker das machen. Die sollten hier vielleicht mal einschalten, dann haben sie noch ein neues Hobby. Mario, guten Abend. Scarabeus 75, Nabend, wen haben wir hier noch? Key007 at Bluein, ein Schweizer Gruß an alle. Patrick, ah, das ist Patrick, wunderbar. Patrick, Gruß zurück. Hier ist ein Bild, was Patrick in unserem Discord gezeigt hat, beziehungsweise gerade so hochgeladen hat. Ich zeige auch mal die URL von unserem Discord, wer es nicht kennt. Da sind wir eigentlich, naja, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber eigentlich doch und chatten da. Hier hat er seine Erfolgsgeschichte gepostet, das LilyGo-Display. Ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. Das interessiert mich auf jeden Fall auch sehr. Und auch hier könnte man das Thema von der heutigen Sendung anwenden, Arduino CLI benutzen und so weiter. Aber klar, man kann auch Platform.io benutzen. Wen haben wir denn noch? Lübt. Okay, das heißt, der Sound ist gut, hatte ich gerade schon festgestellt. Bild und Ton perfekt. Genau. Gute und Maker Mike ist auch wieder da. Schön. Naja, habe ich auch in den letzten Wochen vermisst. Vielleicht hat er auch noch nicht gewusst, dass wir wieder online sind. Okay, ihr kennt den Discord. Kommt rein. Wir sind jeden Dienstag hier um 21 Uhr live. Außer am letzten Dienstag des Monats, wie zum Beispiel nächste Woche Dienstag. Da ist Show and Tell. Ich bin völlig erkältet. Ich gebe das zu. Ihr hört das wahrscheinlich. Nase dicht, Hals dicht. Ja, hoffentlich huste ich nicht zu viel. Aber ich habe gedacht, ich mache die Sendung trotzdem. Sorry, falls das im Sound nicht vernünftig weggefiltert wird. Die Zeit hatte ich nicht. Gucken wir mal auf meinen Bildschirm und legen direkt los mit dem Thema. Oder erstmal vielleicht, was ist Arduino CLI? Ja, das ist also eine Kommandozeilen, ein Interface, ein kleines Programm, womit ich Arduino-Sketche kompilieren kann und auch hochladen kann auf ein Arduino-Board und noch vieles mehr kann ich damit machen. Das ist also eine Alternative zu Arduino IDE, eine Alternative zu Platform.io oder was ihr sonst so habt und für sich genommen schon sehr interessant. Ich benutze es heute in Kombination mit Docker, um dann halt mein gesamtes Build-Environment in einem Container zu haben. Das heißt, ich muss es nicht lokal installieren. Ich habe es natürlich lokal installiert, ihr werdet jetzt euch wundern, ne, warum macht ihr das noch mit Docker? Normalerweise würde ich sagen, installiert das nicht lokal, das Arduino CLI, sondern macht es nur im Docker oder macht es nur über die GitHub Actions, die ich am Ende zeige. Genau, die GitHub Actions, das ist dann sozusagen die Krönung für CI/CD. Man kann den Code testen, ob er kompiliert und man kann ihn auch direkt deployen, also ein Release machen und so weiter. Also zurück auf meinen Bildschirm. Hier nochmal unsere Webseite. Was gibt es Neues? Und da seht ihr schon heute, das ist die Sendung Arduino CLI. Ich klicke hier einmal drauf. Das solltet ihr heute vielleicht auch machen, wenn ihr vor allem zwei Monitore habt. Und ich habe nämlich ausnahmsweise, das ist sozusagen eine Weltpremiere,
Wo bin ich denn überhaupt? Passe ich hier in die Ecke? Super. Habe ich mal eine ganze Menge Text hier reinkopiert von meinen Vorbereitungen. Ich muss sagen, ich bin kein Experte von Arduino CLI. Ich habe das vor Jahren mal benutzt. Ich wusste aber nicht, was da alles passiert ist. Habe mich aber intensiv jetzt damit beschäftigt in den letzten Tagen und glaube, einen Überblick zu haben. Also, ihr seht jetzt hier drin Arduino CLI und jetzt habe ich euch hier alles, was wir gleich machen, schon mal hingeschrieben. Ja, ihr könnt euch also entspannt zurücksetzen, ihr könnt den Stift weglegen und das Heft, ihr müsst nicht mitschreiben. Es ist bereits alles. Guckt mal, das sind Kilometer an Text, die ich hier geschrieben habe. Die werden wir jetzt gleich alle durchgehen. Also guckt auf unserer Webseite www.digitale-dinge.de. Da findet ihr ja, alles, was wir jetzt gleich hier machen. Und fangen wir direkt mal an, weil wir haben nicht viel Zeit und ich laber schon viel zu viel. Die Arduino CLI. Das hier ist die Webseite, die haben die halt bei GitHub.io gehostet. Und da ist jetzt hier die Version 0.32. Das ist die aktuelle, mit der wir heute arbeiten. Wenn ihr die Aufzeichnung in der Zukunft guckt, dann ja, kann da vielleicht sich was verändert haben, wobei ich glaube natürlich nicht. Das sind ja ganz normale Sachen, die wir heute machen. Wir gehen nicht zu sehr in die Tiefe, sondern versuchen einfach nur einen Sketch zu erzeugen und hochzuladen. Aber die Version könnte eine Rolle spielen, also seid da auf der sicheren Seite. Wir haben die 032 heute, das wird hochgehen. Vielleicht müsst ihr auch für irgendetwas eine ältere benutzen. Die Dokumentation, ja, ist hier eigentlich ganz gut. Was macht man als erstes? Installation. Hier ist der Knopf und jetzt habe ich ein Mac. Also, das ist noch eine andere Story. Eigentlich wollte ich die heutige Sendung mit Ubuntu machen und eigentlich habe ich auch alles perfekt vorbereitet, weil ich habe ja in den letzten Wochen nur noch mit Ubuntu gearbeitet. Aber das Streamen, das hat einfach nicht funktioniert. Also vergesst dieses Linux und Multimedia, also für Videokamera. Ich habe diese Auflösung, die ich jetzt hier rausbekomme, nicht in meinem Linux gehabt, über dieses G-Foto. Und es hat auch insgesamt nicht funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Gucken wir mal, ob wir bei Mac hingegen auch ein bisschen hier rein zoomen können. Ja, das kann er auch. Okay, bei Mac würdet ihr das hier benutzen. Ja, Brew Update. Bei Linux wird es das nicht geben. Weiß ich nicht, ob es das gibt. Ich benutze hier diese Zeile. Curl, wenn ihr Curl habt, ihr solltet Curl installiert haben natürlich. Hier werdet ihr einfach dieses Shell-Skript install.sh herunterladen und direkt ausführen. Unproblematisch. Das ist also der empfohlene Weg, den ich immer benutzen würde hier. Den kann man auch bei macOS wahrscheinlich benutzen, aber gut, da geht es auch anders. Ja, und wenn ihr das hier euch angeguckt habt, dann seid ihr fertig. Ihr könntet jetzt auch, wenn ihr Windows benutzt, müsst ihr nicht aussteigen. Hier gibt es eine Exe, ja, oder ein MSI, was ihr haben wollt. 64 oder 32-Bit. Ja, je nachdem, was ihr so braucht. Okay, dann gucken wir mal rein in meinen, ja, wo ist er denn? In das, was wir jetzt hier eigentlich machen wollen. Ich habe hier ein Verzeichnis angelegt, ein leeres Verzeichnis. Also jetzt bin ich hier wieder weg. Da bin ich. Und ich muss mal gerade hier auf einem anderen Kanal hier meine eigene Seite aufmachen, damit ich jetzt hier nichts nichts vergesse. Also, ich habe die Arduino CLI, die habe ich installiert. Wenn ich jetzt einfach Enter drücke, dann sehe ich sozusagen die Hilfe, ja, wie bei jedem anderen Programm eigentlich auch. Da gibt mir die Hilfe aus. Und ihr seht schon, hier ist eine ganze Menge Zeugs drin, zum Beispiel Board und Core und so weiter. Da gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Das Erste, was ihr eigentlich immer macht, wenn ihr das frisch installiert habt, ist ein Arduino CLI Config. Und in der Config, ihr wollt eine Config mit init anlegen. Wenn ihr das macht, ich mache es einfach mal, ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe hier. Er hat jetzt also geschrieben, in meinem Fall zu Users René Library Arduino 15 Arduino CLI YAML. Das ist immer diese Arduino CLI YAML, aber natürlich je nach Betriebssystem und ja, wie er heißt, liegt das woanders. Das heißt, diese Datei kann man sich auch mal angucken. Ich muss heute wahrscheinlich ja, öfters mal. Das ist eine ganz andere Sache, ob du mit Linux arbeitest oder mit Mac. Ne? Ganz andere Sachen, aber Cat hat er ja auch. Zack, können wir uns das angucken. Und ihr seht schon, hier oben ist vom Board Manager etwas. Hier kann man also weitere URLs eintragen. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Hier könnt ihr sozusagen die Einstellungen treffen, die globalen Config-Einstellungen für diese Arduino CLI. Okay, damit wir es noch ein bisschen schöner haben und hier nicht in diesem Terminal hier vereinsammeln. Gehe ich mal rüber zu Visual Studio Code, heißt dieses Programm. Ihr kennt das sicherlich. Und hier habe ich mir auch ein Terminal aufgemacht.
So, weil wir wollen jetzt nämlich ein paar Sachen mal machen. Ich habe ein, dieses hier, ich mache es mal gerade groß. Dieses Board ist ein Arduino Uno. Ein bisschen gerade kann man es hinlegen, naja. Wie auch immer. Da ist eine LED drauf, die jetzt gerade noch nicht blinkt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich es vielleicht hinkriegen werde, die zum Blinken zu bringen und so weiter. Und guck mal schnell, hier ist ein Kommentar reingekommen. Das habe ich ganz vergessen. Ah, Rick ist da. Hallo Rick. Ganz vergessen zu sagen, schreibt natürlich Fragen und Kommentare in den Live-Chat rein. Ich gucke hier rein. Ich habe immer ein Auge auf euch. Und machen wir mal schnell hier weiter mit meinem Bildschirm. So. Was ist das Nächste, was man eigentlich machen möchte? Ich habe jetzt diesen Arduino Uno bereits angeschlossen. Und wenn ich da jetzt habe, hat er nicht, okay, Board, egal. Wenn ich jetzt mit Board List mal ausführe, macht er eigentlich nichts anderes, als mir alle meine seriellen Ports auflisten. Das alleine ist aber schon ganz hilfreich, würde ich mal sagen. Gut, jetzt habe ich eine ganze Menge Zeugs dabei, was kein bei Joy jetzt hier nicht wundern, das ist nicht das, was ihr denkt, das ist ein Plotter. Also haben wir sogar mal in der Sendung gehabt, ne? Den Cricket Joy. USB-Modem 13201, da steht auch schon dran, Arduino Uno. Hier steht etwas mit Arduino, Doppelpunkt AVR, Doppelpunkt Uno. Ja, das ist ein sogenanntes FQBN, ein Fully Qualified Board Name oder sowas. Ja, entweder habe ich mir gerade ausgedacht oder das heißt wirklich so. Und ja, das ist also an meinem Port USB-Modem. Ja, ihr seht es nicht so gut, weil ich im Weg bin. Mache ich mal gerade hier hin. Oder ich mache es mal gerade Fullscreen, ist ja egal, wie ich aussehe. USB-Modem 13201, das ist also der serielle Port, den kann man sich jetzt gerade merken. Oder halt auch nicht, weil man kann ja immer wieder diesen Befehl aufrufen, ne? Board List. Und dann weiß man, welche Arduinos man an welchem Port angeschlossen hat. Gut, bevor man das jetzt aber alles benutzen kann, weil wir haben es ja frisch installiert, muss ich einmal das hier ausführen. Arduino CLI Core Update Index. Jetzt zieht er sich die Package.json, beziehungsweise in dem Fall hier die gesippte Version davon. Und jetzt können wir mal gucken, welche Kerne sind denn überhaupt installiert auf meinem System. Das kann ich mit Core List machen. Und ui, krass, okay, das wusste ich nicht. Ah, das ist ja überraschend. Ich habe es gerade installiert. Jetzt hat er hier die ganzen Sachen an. Ich kann euch jetzt gerade nicht beantworten, wenn ihr euch wundert, warum hier bei mir so viele drin sind. Entweder kommt das von meiner Arduino IDE, höchstwahrscheinlich sogar, ne? Weil die habe ich ja nach wie vor drauf. Oder von der Arduino IDE 2, mit der ich mal rumgespielt habe. Ne? Maxduino und sowas, solche Sachen benutze ich ja gar nicht mehr. Raspberry Pi, RP2040. Aber ihr seht schon, eigentlich für jedes System gibt es irgendwie jetzt hier einen Kern, den erkennt. Und das sind vor allem die installierten Kerne. Wenn ihr jetzt einen Kern installieren wollt, ja, sagen wir jetzt mal, ihr wollt Core Install machen und zwar wollt ihr den Arduino AVR-Kern installieren. Dann macht ihr das so. Oh, was? Vielleicht war jetzt die neueste Version, hat sich gerade runter, oder hat sich alles runtergeschmissen und was Neues installiert, weil er einen älteren hatte. Guck mal, ich hatte, steht das hier irgendwo, Arduino AVR. War ursprünglich 1.8.5. Die neueste ist die 1.8.6. Ah, und die hat er jetzt auch installiert. Ja, das ist doch schon mal ganz gut gelaufen für mich. Ja, ich habe also eine neue Arduino AVR-Version jetzt hier heruntergeladen. Und diesen Kern kann ich jetzt auch schon benutzen. So, jetzt wollt ihr wissen, wie geht das mit anderen Kernen? Und da kann man verschiedene Sachen machen. Man kann einerseits natürlich so eine Package.json herunterladen. Ich habe jetzt hier mal was vorbereitet. Ich kopiere das jetzt hier gerade von der Webseite natürlich. Ne? Ich habe euch den Link ja vorhin gezeigt. Ihr kommt von der digitalen Dinge-Webseite hier hin. Guck mal, das ist hier von Sensebox. Gut, ich habe das jetzt hier immer alles natürlich für Linux gemacht. Wie auch immer, wir müssen es ja gar nicht ausführen. Ihr habt irgendwo im Internet so eine also eine Package.json-Datei für das jeweilige Board. Dann installiert euch das halt hier in das jeweilige Verzeichnis rein. Ja, gut, ist egal. So, und dann könntet ihr das mit Additional URLs, könntet ihr das Board benutzen. Ich kopiere auch diese Zeile mal rein, einfach damit ihr die gesehen habt. Ja, wird natürlich jetzt nicht unbedingt klappen. Ah, er hat sie sogar schon installiert. Das ist sogar noch besser, als ich dachte. Gut, das ist die Version. Ich zeige euch diese Befehle. Weil wenn wir später mit Docker arbeiten oder mit den Actions von GitHub, dann würde man das so machen, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Wenn ihr natürlich sowieso
in eurem lokalen System hier seid, dann könntet ihr auch eure lokale Arduino CLI-YAML-Datei editieren und könntet da auf der Webseite steht es, vielleicht zeigen wir auch mal gerade nochmal die Webseite einfach, wir uns hier ein bisschen folgen gegenwärtig hier, wo ist es? Genau, wo bin ich bisher? Das haben wir alles gesehen. Das Additional URLs habe ich gerade gemacht. Und hier wäre jetzt das nächste Thema. Na, vielleicht gehen wir die Sachen hier auch schnell auf der Webseite durch, weil die Zeit ist knapp. Ihr könnt jetzt also zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen, was viele von euch interessieren wird. Das hier ist der ESP32. Ja. Diese Zeile packt ihr einfach mit in eure YAML-Datei. Wo die liegt, habt ihr ja gerade gesehen. Richtig? In die Config-Datei, die da angelegt wurde, die war bei mir in Home, René und so weiter. Ne? Genau. Wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr was verändert habt, dann müsst ihr natürlich nochmal diesen Befehl, den wir gerade gesehen haben, nochmal, diesen Update-Index-Befehl noch einmal ausführen. Ne? Jedes Mal, wenn ihr hier was ändert, führt ihr den nochmal aus. Und dann könntet ihr jetzt gucken, in den Kern kann man auch suchen. Gut, gehen wir mal rein in die Sache hier. Zack. Man hat sogar einen gefunden, die 206 ist hier installiert. Ja, gut, ich könnte dir jetzt nochmal gucken, das sind jetzt auch die neueste, habe ich ja gerade gelernt. Ne? Core Install ESP32, Doppelpunkt ESP32, da steht hier links, ne? Die ID. Installieren wir nochmal. Bereits installiert. 206 scheint die neueste zu sein. Das freut mich sehr. Haben wir hier nichts zu tun. Genau, das war die Zeile, die ich gerade gemacht habe. Jetzt wollen wir einen neuen Sketch erstellen. Ja, dann nehmen wir also hier einfach Arduino CLI Sketch New Blink. Dann gucken wir uns die einmal an und dann machen wir, okay, machen wir das einmal. Also, wir sind jetzt hier in einem Verzeichnis, wo nichts drin ist, digitale Dinge. Arduino CLI Sketch. New hieß das Ding, ne? Und jetzt kann man das Blink nennen. So. Jetzt gucken wir mal rein. Was hat er gemacht? Er hat ein neues Verzeichnis angelegt, Blink. Und in diesem Verzeichnis ist die Blink.ino. Und die können wir uns jetzt hier mal angucken. Zack, da ist nur Setup und Loop drin. Und das könnte ich natürlich jetzt kompilieren und hochladen, aber das macht natürlich nichts. Deswegen kopiere ich das mal von der Webseite, einfach damit wir schneller sind. Klar können wir das hier live coden für alle Live-Codes, aber ihr kennt diesen Code. Ne? Die LED wird als Output spezifiziert, wird angemacht, es wird gewartet, wird ausgemacht, wird gewartet und das wiederholt sich für die Ewigkeit. So, diesen Code habe ich jetzt hier gespeichert in dieser Blink.ino und den wollen wir jetzt natürlich mal kompilieren. Ihr wisst, ich habe ein Arduino Uno angeschlossen und dann kompilieren wir das nochmal für diesen Arduino Uno. Also Arduino CLI, jetzt heißt der Befehl hier. Compile. Jetzt kann ich hier angeben, diesen fully quantified board name. Ja, also der Name dieser Geschichte, der ist ein Arduino, kann ich auch nicht machen. AVR Uno. Das ist das Board, was ich dran habe. Hier würdet ihr jetzt das Board nehmen, was ihr dran habt. Ja, wenn ihr Board List gemacht hattet, dann habt ihr so einen Qualifier, haben wir ja gerade gesehen. Gut. Blink.ino, gucken wir, ob das funktioniert. Was macht er jetzt? Er versucht jetzt zu kompilieren. Und er sagt uns auch ein wenig was dazu. Was hat er denn hier alles für Informationen? War eigentlich gar nicht so viel in diesem Fall. Ne? Das ist das, was am Ende hier auch stehen würde. Ne? Wie groß ist der Sketch? Und welche Arduino AVR-Version wurde benutzt? Wenn ihr Libraries verwendet, dann sehen wir gleich, würden die da auch stehen. Okay, das ist doch ganz gut gelaufen. Wenn wir hier jetzt mal weitermachen wollen, könnten wir einfach mal, oder ich mach mal, was hat er überhaupt erstellt? LS. LS-LA. Der hat gar nichts gemacht in diesem Verzeichnis. Irgendwo hat er was gemacht. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, wo er was gemacht hat. Wahrscheinlich in irgendeinem temporären Verzeichnis. Ihr kennt das von der Arduino IDE. Ne? Da wird auch irgendwo was abgelegt und dann hochgeladen. Und wenn ihr diese Dateien, die hier erzeugt werden, in diesem Verzeichnis auch haben wollt, ja, dann müsst ihr den Parameter-E ergänzen. Was er jetzt gemacht hat. Jetzt hat er ein Bildverzeichnis angelegt. Ja, CD-Build. Seht ihr schon, da ist jetzt ein Unterordner arduino.avr.uno. Das ist sozusagen dann, naja, mit Doppelpunkten geht es ja nicht, deswegen hat er Punkte genommen. Dieses hier rein.
Qualifier, ne? Und hier drin ist jetzt die EEP-Datei, die Hex-Datei, noch eine Hex-Datei mit Bootloader, die ist natürlich die beste wahrscheinlich von allen, die ich hier hochladen könnte, eine ELF-Datei. Also den US-Bootloader ladet ihr natürlich über eure Serial-Schnittstelle hoch. Die andere könnt ihr hochladen, wenn ihr eh einen Programmer habt. Das machen wir aber alles nicht. Keine Sorge, das ist hier der kleine Schock. Die Leute, die wissen, von was ich hier geredet habe, die freuen sich, dass wir das, die Möglichkeit hier haben. Und alle anderen, die werden jetzt die Frage stellen, wie lade ich das denn überhaupt hoch? Na, wie kann ich den Code auf den angeschlossenen Arduino Uno hochladen? Mit Upload. Der Parameter hier. Jetzt kann ich mit minus P den Port angeben. Ich habe vergessen, wie der Port heißt. Also muss ich nochmal einen Schritt zurück machen. Port List. Ja, jetzt sieht er ja, aha, über USB ist der angeschlossen und der heißt hier links so. Kopiere mir das. Copy. Also, jetzt können wir mal machen. Upload minus P. Hier ist mein Port, den ich mir gerade kopiert habe. Bei Windows ist das irgendwie COM 11 oder weiß der Geier, was ihr da habt. Ne? Bei Linux wahrscheinlich DevTTY, USB oder ACM0 oder irgendwie sowas. So, hier mache ich jetzt wieder mein FQDN ein. Weiß nicht, ob das wirklich nötig ist in diesem Fall, weil ich habe ja nur bei 1 kompiliert. Aber mal so, was laden wir hoch? Einfach hier link.ino. Er hat mir da jetzt nichts zu gesagt. Das finde ich eigentlich nicht gut, aber wahrscheinlich ist das richtig so. Weil wenn ich jetzt hier umschalte auf die zweite Kamera, ne, erinnert euch, gerade hatte die LED nicht geblinkt. Und jetzt, gut, wer es nicht sieht, ich habe einen Kugelschreiber hier, da ist eine LED, die blinkt. Das hat geklappt. Okay, gucken wir mal rein. Habt ihr Fragen? Der Ton ist sehr gut, aber das Video ist wie bei ukrainischen Sondern auf ZDF. Ich sehe nichts Erkennbares. Oh, aber Daniel, ich hoffe, das liegt an deinem 5G und an deinem Handy, mit dem du da guckst und wer weiß, was du noch für einen Einfluss hast. Können die anderen vielleicht auch mal reinschreiben, ob die Videoqualität zu schlecht ist? Ja, weil da macht es ja keinen Sinn, vor allem bei so einem Thema jetzt hier. Okay, es ist, Patrick, es ist gut. Guck mal wieder rein. In unserem Bildschirm, auch mit Milchglas hoffentlich nachvollziehbar, was wir hier machen. Wie weit sind wir denn gekommen? Also, guck mal hier nochmal rein. Und Sketch erstellen haben wir gemacht, wir haben das Kompilieren gemacht und wir haben das Hochladen. So, jetzt möchte ich hier mal eine Sache nur erwähnen. Und ja, ESP32, also das war ja die Geschichte hier mit dem. Oh, ich muss das hier korrigieren. Hier muss ich also noch, hier müsste jetzt ESP32, Doppelpunkt ESP32 stehen. Ich hoffe, ich denke daran. Und das macht Probleme. Und ich schimpfe wieder über Python. Wenn ihr das unter Linux habt, könnt ihr hier solche Sachen machen, um aus der Sache rauszukommen. Der Hintergrund ist im Endeffekt, dass oft Python 2 benutzt wird. Und wir hatten vor ein paar Wochen auch genau das gleiche Thema und da war es mir gar nicht so bewusst, um was es da geht, aber da war auch im Endeffekt Python 2 und Python 3 das Problem. Das liegt daran, dass die Espressif-Leute Python benutzen für ihr ESP-Tool und wenn man da die falschen Sachen hat und die falschen Libraries, zum Beispiel PySerial nicht installiert hat, dann klappt das auch nicht. Aber gut, das trifft euch nicht so hart, wenn ihr die Arduino-ID benutzt, obwohl damals im Discord derjenige hatte eine Arduino-ID und damit das Problem. Weil bei der CLI ist es meiner Erfahrung nach noch heftiger. Gut. Wenn ihr ein ESP32-Board benutzt übrigens, ja, habe ich jetzt hier mal richtig gemacht, dann habt ihr diese Built-in-LED nicht. Ne, erinnert euch an den Source-Code hier oben, ne? Built-in-LED, das ist ja boardabhängig. Ja. Ist das spezifiziert für euer Board? Und für so ein generisches Board, wie wir das jetzt hier haben, da gibt es halt diese LED nicht. Die ist nicht spezifiziert. Ihr könnt Compiler-Flags setzen. Ja, das läuft dann mit dem minus minus Build Property Parameter. Und da gibt er das ein, was ihr normalerweise auch in der Arduino IDE oder irgendwo setzen würdet. In dem Fall Build Extra Flex gleich minus D für das Define. Ja, wir wollen den Compiler Flex setzen. LED Build in gleich 13 in meinem Fall. Genau, wir könnten auch gleich mal gucken, ob es wirklich mit dem ESP32 kompiliert, wenn euch das interessiert. Ansonsten würde ich sagen,
Überspringen wir das hier gerade mal, weil ihr könnt euch vorstellen, dass ich einen Blink auch auf den ASP32 drauf bekomme mit diesem Tool. Genau, wo sind die Binaries? Das hatten wir schon besprochen. Das Flashen haben wir gerade für den UNO gemacht, für den ASP32. Guck mal hier, Patrick, ASP32 S3, kein Problem, ist unterstützt bei meinem Board, was ich habe. Hier, das, ich zeige es auch mal gerade in die Kamera. Ja, das hier. Da ist sogar eine LED drauf. Mein ESP32 S3 Board hat auch eine Kamera, die ich benutzen kann. Hat das nicht so gut gesehen. Ist egal. Darauf kommt es ja gar nicht an. Kommentare sind nicht drin, außer dass alles gut ist. Ja, machen wir also weiter, wenn alles gut ist. Falls das ESP32 Board nicht bekannt ist, ne? Ach, nicht erkannt. Ach, das ist eine Linux-Geschichte. Lest euch das hier durch. Dieser Braille, ne, Braille TTY, wer Ubuntu hat, wir hatten das Thema schon mindestens zweimal im Discord. Wenn ihr auf dieses Problem hier stößt, ihr seht unter Linux euer ESP32-Board nicht, dann guckt euch mal hier diesen Abschnitt an. Ich habe das für euch dokumentiert, weil ich es genau auch hatte, ist mit meinem Linux. Es ist einfach da. Ubuntu 23.04 geht davon aus, dass alle blind sind und dieses Braille TTY hier installiert ist und dass das Vorrang hat vor allem zu allen anderen TTY-Sachen, wenn ihr ein ESP32 anschließt. Also ich finde das schon ein bisschen wahnsinnig, dass das so ist, aber gut, die Lösung gibt es. Was haben wir hier? Die Libraries installieren ist ein Thema. Okay. Gucken wir mal rein, wie das geht. Na, wo sind wir denn hier? Oh, da ist wieder die Kommandozeile. Hier bin ich. Und ich muss mir gerade hier meinen Spickzettel holen. Okay. Sagen wir mal, man braucht eine Library, die man in einer ZIP-Datei hat oder in einem GitHub. Das sind dann besondere Libraries. Wenn ich jetzt einfach nur eine Library aus dem Arduino-Kern installieren möchte, beziehungsweise aus der offiziellen Arduino-Liste, dann kann ich das einfach tun. Also ich kann jetzt auch sagen, Arduino CLI, lib, install. Jetzt sag mir mal, was aus der offiziellen Arduino-Liste. Weiß ich nicht, was es da gibt. Müssen wir fast mal nachgucken. Hier ein Link. Das war jetzt nicht geplant, aber ich würde euch sagen, gucken wir es doch trotzdem mal an. Ja. So. Das ist jetzt das offizielle. Wer es nicht kennt, das ist mal ganz interessant, mal darüber zu sprechen, würde ich sagen. Das ist also die Library Registry vom offiziellen Arduino. Das heißt, alles, was in der Arduino IDE oder jetzt bei mir jetzt hier Arduino CLI in der Liste ist, ne? Wenn ihr in den Library Manager geht bei der IDE, da sind das hier die unterstützten Libraries. Und wo sind die? Repositories.txt. Ja, hier sind die jetzt also alle drin und da sind eine ganze Menge drin. Ich habe eine einzige hier drin in der Liste, aber immerhin, also die ich contributed habe. Guckt euch das mal an, wo das hier mittlerweile ist. Das hat man mit 10 Stück angefangen. 5876. Gut, dann nehmen wir doch mal eine der letzten Dinger hier. Na gut. Das Ding hier, ich weiß nicht, also irgendein Sensor. Ich kopiere mir jetzt mal diese URL hier und öffne die, weil ich nämlich nicht unbedingt aus der Liste gerade herausfinden kann, wie das Ding wirklich heißt. Das ist der Name. Okay, der heißt also so. Ich kopiere mir aus der Library Properties den Namen. Und dann würde ich sagen, installiere ich mir mal diese Library. Ja? Also ich habe jetzt nicht diese GitHub-URL kopiert, sondern einfach nur den Namen der Library und ich hoffe, dass er die findet. Ja, guck, er findet die und hat sie installiert. So einfach kann es sein, eine Library zu installieren über die Kommandozeile. So, wenn ich das Gleiche jetzt machen wollte, sagen wir mal hier für den anderen, sagen wir mal hier für den da drüber, also nicht der hier, dpfs. So, jetzt kopiere ich mir aber die GitHub URL. Install. Und da geht das hier minus minus git minus URL. Ein. Sagt er mir ein Fehler. Du hast es nicht, du darfst keine Git-URLs und keine Zip-Path darfst du nicht machen. Ja. Gucken wir mal weiter oben, wo wir waren. Wie man das jetzt umgeht, weil auswendig weiß ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Genau, ich kopiere euch die Zeile. Ihr findet das, wie gesagt, auf der Webseite. Das macht man auch nur einmal. Ihr könnt das entweder jetzt in eurer Config-Datei machen, in eurer YAML-Datei oder hier diesen Befehl, Arduino CLI config set.
library.enable unsafe install of true. Wahnsinn. Das macht man einmal. Jetzt darf ich also unsafe Sachen, also die, die nicht in der offiziellen Liste drin sind, darf ich jetzt auch installieren. Also neuer Versuch. Jetzt hat es geklappt. Toll. Achso, da ist der Text etwas verdeckt. Ich könnte es jetzt hoffentlich lesen. Oder ich mache mich mal wieder weg. Dann gucken wir mal, ob ihr was sehen habt. Aber wie gesagt, der ganze Text, ach, sind wir in Memory gelandet. Der ganze Text ist auf der Webseite. Ja, wo war ich gerade? Diese Geschichte hier hatte nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, dieser hier muss ausgeführt werden. Und dann habe ich es nochmal versucht. Und dann hat es geklappt. Gut. Gibt es da weitere Fragen? Also, ne, genau, das war ja, warum ich es nochmal gemacht habe. Gut, jetzt haben wir also Libraries installiert. Genauso würde das mit einer ZIP-Datei gehen, die ihr natürlich vorher heruntergeladen haben müsst. Okay. Jetzt gehen wir mal ganz brutal in ein total sinnloses Beispiel rein, ja, was ich auf der Webseite habe, die jetzt durch den Abend geführt. Guck aber einmal ganz schnell, wie wir in der Zeit sind. Eine halbe Stunde noch über Docker und GitHub Actions zu reden. Ja, warum denn eigentlich nicht? Also, jetzt wieder in meinem Ordner, wo ich den Unterordner Blink gerade drin erstellt hatte. Hier machen wir jetzt ein neues Beispiel. Und zwar, wir nennen das Arduino CLI Sketch New. Jetzt könnt ihr das nennen, wie ihr wollt, aber ich nenne das mal Morse-Dinge. Ja, wir wollen digitale Dinge morsen. Hier in den Morse-Dinge-Ordner einfach mal rein, um schon mal da zu sein. Guck mir das ein. Da hat sich die Inno-Datei installiert. Und ich möchte eine Library installieren. Hier habe ich einen weiteren Tippfehler gefunden. Ihr könnt euch das von der Webseite kopieren. Alles, was ich jetzt hier mache natürlich. Ja, Arduino CLI lib install. Und hier habe ich eine GIR-URL geschrieben. Heißt natürlich Git-URL. Einfach mal machen, was ich hier auch mache. Das zweite, das war jetzt das, genau, das Simple Timer brauche ich auch noch. Kopiere ich mir auch von der Webseite. So, ihr könnt das alles nachmachen. Und hier habe ich denselben Tippfehler Copy-Paste. Okay, also ich muss mir das Video selbst nochmal angucken, damit ich die, oder ihr macht schon einen Pull-Request, das würde mir auch helfen. Gut, ich habe jetzt zwei Libraries installiert, nichts Besonderes. Und jetzt schreiben wir schnell ein, also wir machen auch wieder hier kein Live-Coding, sondern wir machen hier ganz schnell, warum? Um das Arduino-Programmieren geht es heute nicht. Heute geht es eigentlich um das Tool und um Docker und um das GitHub Actions. Also Code, wie heißt das Ding hier gerade? Morse-Dinge Inno. Zack, alles löschen, das hier einfügen. Ich habe es einfach kopiert. Die beiden Libraries wurden eingefügt. Ich habe ein Speed definiert, 15 Millisekunden oder sowas, ich weiß es nicht. LED-Build-In ist natürlich wieder meine LED. Dann gibt es ja eine Repeat-Me-Funktion, die nur Morse.update aufruft. Wunderbar. In Setup wird einfach nur die LED als Output gemacht. Timer wird auf 1 und Repeat-Me gesetzt. Weiß der Geier, was es wirklich bedeutet. Ich warte mal eine Sekunde und Morse dann einfach mal digitale Dinge raus. Und hier drin muss ich eigentlich nichts mehr weiter. Doch, hier setze ich das ja und damit das funktioniert, Entschuldigung, muss er hier unten Timer Run ausführen, ne, damit das mit der richtigen Geschwindigkeit rausgemorst wird. Gut, ich habe das abgespeichert und natürlich können wir jetzt, das wisst ihr schon, wie das geht, ne, ihr könntet mir das jetzt in die Kommentare reinschreiben, was ich als nächstes machen muss, aber ich kopiere es einfach. Arduino CLI Compile, minus B, ne, dann ein Arduino AVR Uno, morsedinge.ino. Es hat geklappt. Er sagt mir auch, welche Libraries er benutzt hat. Er hat Simple Timer benutzt. Die hat keine Version. Das ist auch nochmal total strange, weil ich schon so uralt ist und noch nicht die neue Syntax benutzt. Das hier hingegen, das Morse-Ding, hat eine Version und klar, der Core sowieso. Jetzt kann ich das mal hochladen. Das wollt ihr natürlich sehen. So. Ich muss natürlich hier okay. Ach. Also, Arduino CLI
Port List. Ein sehr wichtiger Befehl, denkt man gar nicht. Hier ist er. cu.usb-modem. Naja, ah, fu. Nein. Also. Lade ich also das Morse-Programm hoch. Also jetzt haben wir noch nichts Neues gemacht. Ich zeige euch das Morse-Programm natürlich, wie man digitale Dinge hier rausmorst. Also vielleicht einmal Reset drücken. Ja. Der Rudi kann das mitlesen. Ja, und viele andere wahrscheinlich auch. Man könnte es auch noch was langsamer machen, aber wir haben ja keine Zeit. Okay, gibt es Fragen? Nein, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann werde ich nicht aufgehalten, weil jetzt kommt das Spannende. Jetzt sind wir mal wieder hier schön. Nein. Ja. Ich habe Glück gehabt, dass ich nicht meinen eigenen Stream mehr kaputt geschossen habe. Aber das wollte ich euch noch gar nicht zeigen. Apropos, es gibt tracker.digitale-dinge.de. Würde ich vielleicht am Ende nochmal erwähnen. Da könnt ihr euch registrieren, also nicht mehr registrieren, sondern mir mal Bescheid sagen, wenn ihr Tracker benutzen wollt. Es wird auch bald ein Chipstack geben, chipstack.digitale-dinge.de oder vielleicht nenne ich es auch lora.digitale-dinge.de für alle, die das benutzen wollen, mit basteln wollen. Aber das ist nicht das Thema. Docker. Hier sind wir. Okay, kopieren wir schnell mal die URL. Macht ihr mal hier nochmal schnell. Also, hier seht ihr es ja auch noch gar nicht. Deswegen habt ihr auch das Tracker gerade gar nicht gesehen. Hier ist es. Okay, und jetzt ganz schnell zurück zum Text. Also, wenn man noch kein Docker hat, bitte mal in die Anleitung gucken, wie man Docker installiert. Ja, das steht dann hier in Get Docker. Machen wir jetzt nicht. Ich gehe davon aus, entweder habt ihr Docker bereits oder ihr könnt dieser Anleitung ganz leicht folgen. Das ist nämlich nicht wirklich schwer. Und jetzt wollen wir ein neues Verzeichnis anlegen. Hallo Dinge. Dann gehen wir in das Verzeichnis rein und erstellen da drin einen Unterordner Bild. Gut, so weit wird es noch jeder schaffen. Also wir verlassen jetzt gerade das Morse-Ding. Ja? Ihr habt jetzt nur gesehen, was wir. Ne? Das war jetzt nur Morsen mit dem Arduino. Und jetzt mache ich hier ohne das Arduino CLI Tool einen neuen Ordner. Dann habe ich Hallo Dinge, soll der heißen. Ich gehe in diesen Ordner rein. Und lege ein Unterverzeichnis Bild an. Okay. Gucken wir mal, was wir jetzt haben. Das hier. Das schafft also jeder. Und jetzt muss ich mal runterscrollen, was wir jetzt hier vorhaben. Weil im Endeffekt, also ich kann glaube ich schon mal so viel machen. Ich werde jetzt mit Touch in meinem Fall, bei euch geht es vielleicht anders, aber einen Docker-File werde ich anlegen. Und werde das auch jetzt mit Code schon mal öffnen. Dieses Docker-File wird gleich eine Rolle spielen. Also das ist natürlich, habe ich zu weit gescrollt. Vielleicht auch mal dazu, ich benutze persönlich kein Docker. Ihr wisst, welche Dinge ich nicht mag, Python und Docker. Aber manchmal benutzt man es halt doch, ob man es mag oder nicht. Ne? So, jetzt kopiere ich mir mal das einfach das Docker-File, was ich hier erstellt habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ihr Profis sind von Docker, bitte helft mir. Das, was ich eigentlich haben wollte, habe ich schlussendlich nicht erreicht. Was ich sehr traurig finde. Aber es ist halt bei mir und Docker so. Also, ich muss noch ein bisschen kleiner. Ja, Videofenster rechts wäre besser. Ich weiß, aber da habe ich keine. Oder kann man es doch verschieben? Kann man das liegen nehmen? Nein. Ich kann es leider nicht verschieben. Das Design ist so, wie es ist bei StreamYard. Apropos der Vogel da oben, ne? StreamYard, powered by StreamYard. Das ist kein Sponsor oder so, sondern der ist nur da, weil ich nicht bezahle. Okay. Wie sieht dieses Docker-File aus? Wenn ihr nichts von Docker versteht, dann seid ihr eigentlich genau auf dem Level wie ich. Ja, vielleicht weiß ich ein bisschen mehr als gar nichts, aber im Endeffekt. Also. From Ubuntu Doppelpunkt 23.04 habe ich mir jetzt mal ausgesucht. Natürlich könnte man jede andere Version nehmen, aber ich habe gedacht, da ich die auch auf dem Desktop benutze, wäre es auch mal schick, die jetzt hier auch für das Docker-File zu benutzen. Ist natürlich wahrscheinlich die schlechteste Version, die man sich vorstellen kann. Und vor allem völlig unnötig für das, was wir hier machen. Gibt es bei Docker solche Run-Zeilen, die mit Run anfangen? Das ist ein Run. Also erstmal das hier ist ein Ubuntu in den Container installiert. Ein Container ist so eine Art virtuelle Maschine, aber halt dann auch wieder nicht. Wer da mehr darüber wissen will, kann 20.000 Stunden in YouTube gucken, wo der Unterschied ist. Also Run ist ein weiterer Befehl. Jetzt führt er also in diesem Linux, in diesem Ubuntu,
apt-get-update aus. Das sollte man immer machen. Ne? Kennt ja Ubuntu oder Linux generell. apt-get install -y curl. Ich brauche gleich curl. Das y bedeutet hier yes. Ja, bitte mach es. Und dann kann ich curl minus, ja, das hier, das ist die Zeile, die ich euch ganz am Anfang gezeigt hatte. Wie installiert man die Arduino CLI? Habe ich gesagt, ich habe es mit Brew gemacht, aber normalerweise würde man dieses install.sh installieren. Ja, fragt euch mal selbst, ob ihr das noch wisst, dass ich das gesagt habe. Ansonsten müsst ihr zum Arzt gehen. Und dann ist also die Arduino CLI angelegt. Config init. Erinnert ihr euch? Haben wir auch vorhin gemacht. Der hat also die init, die Config-Datei angelegt. Diese, wie hieß die nochmal? Arduino-CLI.yaml. Dann setzen wir dieses setLibrary.enableUnsafeInstallTrue. Warum machen wir das? Ihr wisst es noch. Ne? Damit ich also Git-Repositories, also Libraries aus Git-Repositories hinzufügen darf oder auch ZIP-Dateien. Dann machen wir einmal einen Core-Update-Index. Dann installieren wir AVR, also Arduino-AVR. Also alle diese Zeilen haben wir gerade gemacht. Ne? Nur, dass wir die jetzt hier automatisch ausführen lassen. Docker-File hier der Bilder. Arduino CLI lib install minus minus git minus url Morse Arduino. Haben wir, glaube ich, gesehen. Dann noch SimpleTimer haben wir auch gesehen. Also hier ist nichts Neues. Von allem, was hier drin steht, ich habe diese Zahlen gerade gesehen, wie ich sie eingetippt habe. Und jetzt ist der Unterschied nur, das wird automatisch gemacht. /build. Aha, interessant. Ich lege also noch einen globalen Ordner in meinem Linux an. Also auf Root-Ebene hier. Build. Okay, das brauche ich schätzungsweise später mal. Ich setze ein Workdir, nämlich Hallo Dinge. Das ist also einfach nur in welchem Verzeichnis. Also er legt jetzt slash Hallo Dinge an und geht auch mit CD direkt da rein. Und alle weiteren Befehle, die ab diesem Zeitpunkt jetzt hier passieren, werden jetzt auch in Hallo Dinge passieren. Ich hoffe, ich erzähle dir keinen Quatsch, aber so ist mein Verständnis gerade von Docker. Jetzt machen wir hier einen Copy-Befehl. Und der ist eigentlich für mich der. Oh. Ein bisschen schade für mich. Also slash hallo-dinge.ino. Das hier, diese Seite, hallo-dinge.ino, was ich in meinem, auf meinem Host-Computer jetzt hier gerade habe, und das kopiere ich in hallo-dinge rüber. Ja. Okay. Und hier, genau, ab hier gilt jetzt eigentlich das Work Directory so richtig. Ne? Arduino CLI Compile minus B, Arduino AVR Uno minus E, ja, um die Binaries zu haben, hallo Dinge.ino. Das haben wir auch gerade ausgeführt. Und dann am Ende noch der Command Bash, damit irgendwas überhaupt als Command drin steht. So, kein schönes Docker-File, keine Frage. Ja, aber es ist da. Und was ich jetzt eigentlich nämlich haben möchte, wenn du mal nachdenkst, was hier passiert ist, ich habe also den ganzen Schnickschnack installieren lassen in meinem Image, damit ich das in einem Container benutzen kann. Und dann kriege ich am Ende das kompilierte Zeugs hier raus, ja, minus E. Und diese Hex-Datei und so weiter, die will ich mir eigentlich jetzt wieder auf meinen Host-Computer rüberziehen. Und es gibt mit Sicherheit einen Weg, der, ne, aber nicht Copy heißt wahrscheinlich, um mir das automatisch zu servieren. Ich habe es nur nicht auf die Schnelle gefunden. Also bitte, liebe Docker-Gurus, schreibt mal in die Kommentare hier rein oder auch in Discord, was ich jetzt als nächstes machen müsste, damit ich jetzt die Artefakte, die Build-Artefacts auf meinen lokalen Host-Computer, also auf meinen Mac in dem Fall jetzt hier kopieren kann. Also. Ich gehe den manuellen Weg. Ach so, vielleicht sollten wir noch eine Sache tun. Genau, wir sollten natürlich eine Arduino-Datei, die wir auch da kopieren wollen, sollten wir anlegen. Ne? Wenn ihr in das Verzeichnis hier mal reinguckt, ja, da ist ja nur das Docker-File drin. Das ist ja ein bisschen schade. Also touch hallo Dinge.ino. Ne? Gut. Das habe ich wieder Copy-Paste. Das ist genau derselbe Code wie vorhin. Den haben wir gerade schon gesehen und besprochen. Ich speichere das ab. Ist jetzt nur in einer neuen Datei. Hallo Dinge, Ino in einem ganz anderen Verzeichnis und wir reden über was völlig anderes. Aber ansonsten, das Sketch hat sich nicht geändert, nicht wahr? Okay. Was muss man jetzt machen? Ich habe einen Docker-File. Herrlich, ein Docker-File. Was ist das? Gibt es denn Schöneres als ein Docker-File? Docker. Kann man jetzt eingeben. Ne? Build. Ja, wir wollen jetzt hier aus. Ich möchte das Ding hier nennen, Arduino Build. Oder ihr könnt euch jetzt den Namen hier aber selber ausdenken. Ja? Ihr könnt es auch oder sowas nennen. Und in welchem Verzeichnis soll man so einen Docker-File suchen? Punkt. Ja, in meinem aktuellen Verzeichnis. Okay. Ist der Docker Daemon running? Das ist ja eine hervorragende Vorbereitung, die ich hier für diese Sendung habe. Ich habe den Mac neu gestartet. Und bei Mac ist
Es ist schlimm, dass ich diese Docker-Desktop-Sache hier nur habe. Und jetzt startet also die Docker-Engine. Das ist unter Linux natürlich nicht euer Problem. Ich setze es mir auf Seite, weil das interessiert uns jetzt aktuell mal nicht. Er fährt jetzt den, ah doch, das ist interessant. Ja. Er fährt jetzt der Docker-Ding hier hoch. Eine Krankheit. Ich versuche es nochmal. Ja. Cannot be empty. The Docker-File cannot be empty. Habe ich das dann nicht gespeichert, meine lieben Leute? Speichern. So, jetzt schnappt er sich also finally das Docker-File und bildet sich hier ein. Der Mac ist normalerweise super schnell, wenn er nicht gerade streamt und andere Sachen macht. Ne? So, er baut jetzt einmalig das sogenannte Image. Ja, dieser Befehl baut jetzt aus dem Docker-File, was wir hier gebaut haben, ein Image. Und das Image, damit kann ich später Container hochfahren. Und das ist ja die ganze Idee, ne? Dass ich also ein Image häufiger starten kann in meinem Cluster, ja, mit Kubernetes oder ich weiß nicht, womit ihr arbeiten wollt. Ne? Ja. Geht auch mit anderen Technologien übrigens alles das. Ne? Aber ich dachte mir, da Docker so beliebt ist, reden wir heute mal über Docker. Er baut das jetzt hier. Ich nutze die Zeit, um hier reinzugucken. Danilo hätte viele Fragen, aber ich glaube, es ist für mich besser, diese, ja, genau, guckt die Sendung im Ganzen. Wir können auch noch mal zu jedem einzelnen Thema noch mal ein Expertenvideo, glaube ich, machen. Das würde wahrscheinlich was helfen. Ne? Okay, hier wurde jetzt also Naming Docker.io, bla bla bla, Arduino Build wurde jetzt hier gebaut. Das hat also geklappt. Das bedeutet erstmal, wir haben keinen Fehler in unserem Docker-File. So, um das jetzt, wenn ich jetzt hier, weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, dann bin ich also Docker-Image wahrscheinlich. Jetzt mache. Okay. Ist ja egal. Ich habe hier ein paar Dinger drin. Ihr seht, ich mag kein Docker, aber ich habe trotzdem noch 1000 Images. Gut, um jetzt einen Container hochzufahren, der auf diesem Image basiert, muss ich jetzt Docker Run benutzen. Ich möchte das auf jeden Fall danach wegschmeißen, damit ich den nicht hier in meiner Müllhalde habe, wie alle anderen, die ich gerade gefunden habe. Minus IT, um das Ganze, ich nenne es mal Interactive Terminal zu machen. Jetzt will ich noch ein Volume Mountain. Ah, herrlich. Ich hoffe, dass es hier unter macOS geht. Mein aktuelles Verzeichnis, in dem ich bin, slash build. Das hatten wir ja angelegt, erinnert euch, ne? Mit Makedir hatte ich das Verzeichnis angelegt. So, und das mounte ich mit Volume in den Container rein. Build. Und warum ich das mache, sehen wir gleich. Und das ist, wie gesagt, der schönste Weg, den ich mit beschränkten Fähigkeiten hinbekommen habe. Docker möchte Zugriffe auf Dokumente. Ja klar, mach doch. So, jetzt bin ich hier in Root, Add, sowieso, sowieso. Ich bin also, ne, in Hallo Dinge sogar drin. Ich bin also in meinem Docker-Container und nicht mehr in meinem schönen macOS-Terminal. Wenn ich jetzt ls mache, seht ihr, Hallo Dinge.ino ist da und cd build. Oh, der hat das alles für mich gebaut, automatisch. Alles, was ich vorhin vorhanden machen musste, ne, hat er automatisch gemacht. So, das ist hier mein manueller Weg. Kann ich das vielleicht mal zeigen? Genau, ich habe hier noch ein Terminal. Hier reingehe, in meinem macOS bin ich jetzt hier gerade. Wenn ich in das Hallo Dinge reingehe, ls, und in das Bildverzeichnis reingehe, das ist leer. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das leer. Und ich hätte es gerne, dass es voll ist. Also gehe ich zurück in meinen Container, kopiere mir, mit minus großes R, behaupte ich jetzt mal, ich bin kein so ein großer Experte, Bild. Ich mir alles hier rein. Bild. Das für Minus hier. So, wenn ich jetzt, ja, also ich habe sozusagen das hier, dieses Bildverzeichnis habe ich auf Linux reinguckt, habt ihr auch da ein Bildverzeichnis. LS und da ist jetzt auch noch Bild drin. Okay, wunderbar. Sauber gemacht, wie ich wollte, aber. Was ist in meinem macOS passiert? Da ist es, Build. Jetzt kann ich also auf meinem macOS meine schönen Hex-Files nehmen. Also, was bedeutet das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben? Ihr brauchtet nicht lokal auf eurem macOS, auf eurem Windows, auf eurem Linux Arduino CLI installieren, lokal und diesen ganzen Libraries installieren und so weiter, sondern ihr habt ein Docker-Image gebaut und einen Container laufen lassen und in dem Container wurde, ja, wurden dann diese Dateien hier gefunden und die könnt ihr jetzt wieder runterladen. So, und wenn ihr also Änderungen machen wollt, packt ihr das alles in den Docker-File. Ja, also
wenn ihr auch Änderungen an den Libraries oder sowas, ne? Ihr verschwendet sozusagen nicht eure lokale Festplatte und habt irgendwelche alten Libraries oder sowas dann über. Genau. Ich denke mal, da werden Fragen aufkommen, die werden wir im Discord behandeln. Gucken wir mal hier gerade rein, wie unsere Discord-URL ist. discord.digitale-dinge.de. So, aber das alles ist halt noch lokal und noch ein bisschen was fummelig, ne? Und manueller Schritt war noch mit dabei. Also, wie können wir das noch besser machen? Gucken wir nochmal auf unseren. Ja. Meiner Meinung nach, wenn ihr GitHub eh benutzt, ne? Jetzt kann man sich natürlich streiten, ob das hier eine gute Sache ist, was ich euch jetzt zeige. Aber wenn ihr sowieso die GitHub benutzt, dann könnt ihr auch GitHub Actions benutzen. Das ist meiner Meinung nach kostenlos, zumindest für das, was wir jetzt hier gleich machen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das ist die ganze Zeit da. So, also, sagen wir mal, ihr habt ein Repository bei GitHub angelegt und klont das. Und in dieses Repository packt ihr dann einen Unterordner Hallo Dinge rein, also genau wie gerade auch bei Docker, ne? Nur jetzt nicht durcheinander kommen. Jetzt reden wir nicht mehr über Docker, jetzt reden wir über GitHub Actions, etwas andere Containersachen im Endeffekt wahrscheinlich. Hallo Dinge, hallo Dinge.ino. Das ist also genau die gleiche Datei, derselbe Inhalt wirklich. Das ist also keine Aufgabe mehr für euch. Und ich habe dieses Repository auch schon angelegt für euch. Aber ihr werdet jetzt von der Vorgehensweise, ihr legt ein neues Repository an, klont das lokal auf eure Festplatte. Legt da drin einen Unterordner Hallo Dinge an und macht die Hallo Dinge.ino-Datei da rein. Wunderbar. Und jetzt könntet ihr also, ne, das ist jetzt öffentlich, ihr könnt euch dieses Repository hier auch gerade angucken. Und gut, wer schlechte Augen hat, ach, wo ist er denn? Gibt es hier irgendwo einen Link? Da. Ne, ich habe das jetzt mal Arduino GitHub Actions Tutorial genannt. Das ist so eine Art Template. Könntet ihr benutzen. So, ich gehe zurück, weil das. Das ist ja langweilig, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das viel Wichtigere ist dieser Ordner hier. Den habe ich auch angelegt. Ja, also ich bin also in meinem Visual Studio Code bei mir auf meiner Mac-Festplatte oder Linux-Festplatte habe ich einen Unterordner Punkt GitHub angelegt. Ja, der Punkt ist wichtig, Punkt GitHub. Und der hat einen neuen Unterordner Workflows. Und da drin liegt eine main.yml-Datei, eine Main-YAML-Datei. Und hier drüber sprechen wir jetzt. Ja, das ist jetzt der Code, ich weiß nicht, ob man das hier. Genau, wir gehen jetzt, wir können es einfach jetzt hier durchgehen, das ist ja noch besser. Dann schaffen wir es vielleicht sogar in der Zeit. Kriege ich das größer? Jetzt könnt ihr es lesen, hoffe ich. Also, wie soll diese Action heißen? Dieser Workflow? Wie soll dieser Workflow eigentlich heißen? Build and Release for Arduino Uno habe ich es genannt. On. Das ist der Event. Wenn ihr hier Workflow Dispatch drinstehen habt, dann geht das nur manuell. Ich zeige euch gleich, wie ich den manuell auslöse und ich halte das eigentlich auch für eine gute Sache. Ihr könntet aber genauso gut sagen, bei einem, ups, naja, alles ein bisschen groß hier. Ne? Erstmal das, ich spreche einfach nur drüber, ich kann ja eh nichts tippen. Push könntet ihr hier reinschreiben, also on push oder on pull unterstrich request. Ja? Das heißt, immer wenn einer, beim Push würdet ihr noch angeben, in welchem Branch, in welcher Main oder Master oder wie auch immer. Das heißt, immer wenn einer etwas in Master reinpusht oder in Main reinpusht, dann wird das ausgeführt. Automatisch, das ist total cool. Oder wenn einer einen Pull-Request gemacht hat, wird das durchgeführt. Und warum wird das automatisch gemacht? Zum Testen. Ja? Dann kannst du also gucken, hat das alles geklappt? Wenn ich ein Arduino, hallo, wie ist es nochmal? Na, hallo-dinge.ino, wenn ich da drin einen Fehler mache und ich checke das ein, dann sehe ich das hier. Ja, dann kriege ich also einen Fehler. CI/CD. Integration und Deployment. So. Was sind die nächsten Schritte hier drin? Man kann Jobs spezifizieren. Ich habe nur einen einzigen Job hier drin. Der heißt Compile. Oder habe ich zwei Jobs? Ich weiß es gar nicht. Naja, ich hätte es anders machen können, aber ist ja egal. Also es gibt Jobs und dann ist jetzt also dieser Compile-Job und der benutzt Ubuntu Latest. Also eigentlich so ähnlich wie beim Docker-File vorhin. Da benutze ich jetzt einen. Linux, Ubuntu Latest, da sind jetzt Steps drin. Der erste Step hat den Namen Checkout und der führt Actions Checkout V3 aus. Ihr könnt danach googeln, ihr findet ganz schnell, was dahinter steckt. Ja, das wird also ausgeführt und das benutzt man eigentlich immer bei GitHub Actions, wenn man seinen Source Code braucht. Das heißt, der zieht jetzt aus meinem Repository
ne, was ich hier angelegt habe, hier Arduino GitHub Actions Tutorial, das zack, als hätte ich das mit Git Clone auf meiner Festplatte gezogen, checkt ihr das out. Dann haben wir Setup Arduino CLI, das hat ein anderer Mensch geschrieben, das installiert mir das Arduino CLI. Ich muss also nicht mehr meinen install.sh durchführen, sondern hier wird das in diesem Schritt gemacht. Und jetzt gibt es einen Install Platform Libraries, das ist sozusagen speziell. Also, config.ini kennt ihr, config.set library enable unsafe sowieso, gleich true, ne? Kennt ihr auch, core index update, genau das gleiche, was wir manuell gemacht haben und das, was wir auch im Docker-File gemacht haben, steht jetzt hier auch nochmal. Ne? Nur jetzt ohne run davor in dem Fall, bei Docker stand immer run davor, hier ist es halt nicht so. Core install Arduino AVR, wunderbar. Hier werden also meine Libraries noch installiert, könnt ihr mir glauben. Ich mache es jetzt nicht kleiner, ihr wisst, was hier steht. Ne? Simple Timer und Morse sowieso. So, dann wird Arduino CLI Compile, Arduino AVR und so weiter ausgeführt, ne? Mit minus E. Und dann könntet ihr schon fertig sein, weil an der Stelle ist ja das Testen fertig. Wenn ihr aber auch das, und das ist ein Bonus, wenn ihr jetzt hier auch noch auf Releases, also ihr wollt in GitHub ein Release erstellen, dann sagt er, wo liegen denn die Artefakte? Die liegen an Hallo Dinge, Build, Arduino, AVR.uno. Ne, und dann Slash Sternchen habe ich jetzt hier noch stehen. Kann ich es auch noch kleiner machen vielleicht? Das ist noch ein bisschen, ja. Könnt ihr trotzdem noch sehen, aber hier seht ihr halt alles. Das Zeug sind meine Artefakte und die packt mir bitte in einen neuen Tag. V0.1. Und dann, wie oft habe ich das schon laufen lassen? Also so würde der immer wieder einen neuen Tag bauen. So. Ihr braucht dafür ein Token. Ne? Ihr dürft ja nicht einfach irgendwie hier irgendein Skript laufen lassen, das dann in euer GitHub ein Release reinbaut. Das heißt, ihr schnappt euch hier einen Token. Wie das geht, da machen wir mal eine Sendung zu GitHub. Ja, also hier geht es jetzt um Sicherheit. Will ich euch jetzt auch nicht so unbedingt live zeigen. Mit diesem Token kann man halt eine Menge machen. Gut, aber ihr braucht das und ihr findet die Sachen findet ihr jetzt hier. Wenn ihr hier nach googelt und hier nach, dann habt ihr auch schon die Antworten, die ich euch jetzt hier vorenthalte. Gut, was passiert jetzt also im Endeffekt? Wenn ihr das alles gemacht habt und ihr habt das dann wieder mit Commit und mit Push, ist das jetzt hier also in eurem Repository gelandet. Ja, das ist euer Repository, euer Code. Und dann seht ihr hier oben Actions. Ich mache es nochmal größer. Actions. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann habe ich hier links jetzt meine Actions, All Workflows. Ihr könntet auch hier natürlich das sogar in der UI machen. Das ist auch cool. Ne? Ihr könnt das direkt über ein Web machen. Ich drücke jetzt hier mal auf Build and Release for Arduino Uno. Ja, und den habe ich ja als, wie hieß das nochmal, Workflow sowieso, Dispatch oder sowas, ne? Angegeben. Und deswegen habe ich den Knopf hier Run Workflow. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, können wir das mal live miterleben, was hier passiert. So, genau. Okay, hier ist jetzt nichts passiert, weil ich nichts geändert habe. Machen wir doch einmal jetzt noch, ich wollte es eigentlich, hatte ich jetzt nicht vor. Gut, wir machen das jetzt einmal live scheinbar. Genau, weil wir sind ja in der Zeit ganz gut. Ich habe noch 2 Minuten. Ich kopiere mir jetzt hier meine URL zu meinem. Und hier, ne? Gut, digitale Dinge. Ein Klon von meinem Repo. Gehe jetzt in dieses Repo rein und mach mal da Code auf in dem ganzen Verzeichnis. So. Hier ist die hallo-dinge.ino, digitale Dinge. Vielleicht wollt ihr nicht digitale Dinge morsen, sondern ihr wollt machen digitale Dinge oder Discord. Digitale Dinge. Ja, wenn ihr das morsen wollt, dann speichert ihr jetzt die Datei. Ihr checkt das Ding hier ein. Discord, ich weiß nicht was, ne? Committet das. Pusht das hoch zu GitHub. Jetzt gucken wir mal rein. Hier sind die Actions. Eine Änderung. Normalerweise, wenn ich jetzt einen Push oder so gemacht hätte, dann würde das jetzt automatisch ausführen.
Habe ich aber nicht, deswegen drücke ich auf Run Workflow. Jetzt läuft er. Der ist cute. Okay, jetzt kann man live reingucken. Hier ist der Compile. Und jetzt macht er. Der hat einen Setup-Job, der hat einen Checkout gemacht, der hat Arduino-CLI installiert, die Libraries installiert. Ihr seid ja live dabei. Ich habe die Änderung machen müssen, damit er nicht das aus dem Cache nimmt. Also, warum sollte man zweimal dieselbe Sache releasen? Klar. So, jetzt hat er das also alles installiert. Er kompiliert jetzt. Er ist sogar schon fertig mit Kompilieren, weil das ein sauschneller Rechner ist. Das ist auch ein weiterer Vorteil, wenn ihr eine alte Gurke habt oder unterwegs mit einem Netbook oder einem Chromebook seid. Nutzt ihr halt hier von GitHub die Rechenpower. Und er hat auch Push-to-Release geschafft. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch, wenn wir jetzt hier reingucken in unseren Code, in die Releases, hier sind sie, hat er ja eine neue Discord. Das war ja meine Commit-Message. Und was hat er gemacht? Er hat mir die EEP, die ELF, die Hex-Datei, die Bin und die andere Hex-Datei mit Bootloader, hat er mir, die könnt ihr jetzt runterladen, die sind jetzt da als Bild-Artefakt. Den Source-Code könnt ihr auch runterladen und das hat die Version mit dem Tag V0153. Top. Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen. Ich habe hier keine Kommentare. Ich bin aber auf Sendung, würde ich sagen. Gut. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was die Geschichte vermitteln. Die Arduino CLI, die macht vielleicht Sinn, wenn man auf der Kommandozeile unterwegs ist, aber das ist, glaube ich, nicht die Hauptanwendung von der Arduino CLI. Ich glaube, es macht sehr viel mehr Sinn, die für CI/CD zu benutzen, zumindest mal in Docker. Ja, man baut sich da, das war jetzt alles nicht raffiniert, was ich da gemacht habe. Ne? Normalerweise würde man so Bildmatrizen machen und so weiter für größere Projekte, ne? Nicht hier für so ein LED-Blink-Ding. Ja, wenn ihr größere Sachen habt, viele Libraries braucht, Versionen verwalten müsst und jetzt pusht und ihr seid ein Multi-User, ihr seid hier ein Open-Source-Projekt mit vielen Contributern, dann kannst du nicht immer hinterher sein und manuell alles testen. Ne? Deswegen benutzt ihr hier solche Tools. GitHub Actions ist dann für mich, glaube ich, so die ausreichende Lösung, ja, kostenlos und ihr habt ja gesehen, wie schnell das ist. Ne? Das war ja viel schneller als auf meinem sehr schnellen Mac. Ja? Zack, hat er das fertig kompiliert gehabt. Kann man also wahrscheinlich ja, sich zumindest mal angucken. Gut, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr durchgehalten habt. 1 Stunde und 2 Minuten. Das ist ja doch recht pünktlich für 3 Themen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Wahrscheinlich bin ich nicht dabei. Ich muss mal gucken. Wir haben Show and Tell. Also ich werde nicht lang dabei sein oder mal gucken, wie wir es machen. Das passiert bei uns im Discord. Wir haben es schon öfters gesagt, discord.digitale-dinge.de. Seid dann da um 21 Uhr und dann zeigt uns, was ihr so, an was ihr arbeitet. Und wenn ich da bin, werde ich natürlich hier über ja, meine Idee, Tracker und ChirpStack und auch MQTT-Broker oder sowas. Ja. Das auf digitale Dinge kostenlos für die Community zu hosten. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da gehen können. Aber zumindest zum Spielen. Das wird kein Produktivsystem, das wird auch kein Geld kosten. Sondern das ist einfach nur, ich brauche es sowieso. Vielleicht ist das auch was für euch. Das ist aber dann etwas ein Thema für den Juni. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gab es noch eine Frage? Gucken wir mal schnell rein. Genau, Micro. Das ist genau die Geschichte. Du kannst natürlich deinen MicroPython-Compiler jetzt genauso da reinpacken. Das war ja jetzt nichts Spezielles von Arduino CLI, aber natürlich, wenn du Linux benutzt, brauchst du halt irgendwelche Kommandozeilen-Dinger. Genau. Vielen Dank für die Dinger. Blende ich jetzt alles ein. Also verabschiedet euch. Ich mache das Outro an und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.